Freunde, willkommen bei The Binding of Isaac. Aftermath, natürlich. Dann starten wir mal los. Mit wem spiele ich am besten? Na, um das Spiel zu zeigen, fangen wir an mit Azael. Und los geht's. So. Und da haben wir schon die ersten neuen Gegner. Okay. Und weggeholt. Keiner mehr da. Und was haben wir hier? Poison Damage. Also das heißt, jetzt vergiften wir. Das ist schon mal sehr gut. Münze mitgenommen. Was seid ihr denn? Schlüssel brauche ich. Weiter geht's. Und so. So, das ist wunderbar. Ach, war klar, am dümmsten Gegner hängt geblieben, im kleinsten Raum. Weiter geht's. So, dann bin ich gespannt. Fami. Nein, ich wollte doch noch ausweichen. Cube of Meat, wir sind ein kleines Schutzschild. Weiter geht's, nächster Raum. So, Basement 2. Kiste, Bombe. Ah, Testing. Den Magic brauche ich nicht. Zielsuche, ich bin lieber der Fool, um mich irgendwo rauszugehen. Super. Na, wolltest du ins Feuer gehen? So, habt ihr schön. Das war's schon. Da ist der Boss. Schnell noch den Goldraum suchen. Wieder zurück. Aha, da ist er schon. Jawohl, Mom's Eye. Dann kann man jetzt nach hinten schießen. Wunderbar, schön. Mit der grünen Dose. Ja, das mache ich mal. Gucken, was drin ist. Aha, Boxhead. Ah, dann nehme ich Popsprain so. Nehme ich ihn mal mit. Er ist zwar meistens mein Tod, aber er kann auch sehr nützlich sein. Mir fehlt Damage. So, okay. Soul hat goldener Schlüssel noch gekriegt. Jetzt kann ich wenigstens in alle Türen rein. Hoch, hoch, hoch. Nein, nein, nein. Sehr schön. Und, also Schlüsselmangel habe ich jetzt nicht. Jetzt habe ich 5 Münzen. Können wir gerade noch mal... Ne. Halt ich in den Shop reingehen. Mal gucken, was da ist. Die Karte aufdecken. Ja. Nein. Weiter. Monstro mit Verstärkung. Da bleibe ich hängen. So. Danke, Bob. So. Schießgeschwindigkeit von den Tränen. Sehr gut. Und die Joker-Karte. Wunderbar. Was haben wir hier? Hier haben wir ein neues Item und zwar Multidimensional Baby. Ah. Okay. Was macht es? Nein, schauen wir mal.
Joker-Karte hebe ich noch auf. Mir fehlen einfach noch ein bisschen an Herzchen. Kommen wir mal hier rein. So, Grampuset, okay, kann man nehmen. Ich habe hier nichts anderes. Weiter geht's. Oh, der Magnet. Der ist interessant. Und zwar, der zieht Items aus dem Raum an, auch wenn die versteckt sind, so wie hier. Nicht verkehrt. Obwohl der eigentlich interessanter ist, wenn man nicht fliegen kann. Okay, jetzt, kein Schlüssel. Ja. So, und weg sind sie. So. Und Goldraum war ich schon, ja, und los. Oh. Das ist und war der Dark One, und Surprise. Okay. Ichi-Tasty, was ist das? Okay, ja, da waren wir schon drin. Das werden wir schauen. Wie gesagt, ich kann noch nicht genau sagen, was diese neuen Items machen. Müssen wir gerade selbst herausfinden. Zack. Sprengen wir mal. Mal gucken, ob eine gute Pille drin ist. Natürlich die Battery. Battery. Lemon Party. Lemon Party. Ah, okay. Nein. Oh oh. Sie wird knapp mit meiner Lebensenergie. Bombs are key. Bombs are key. Sehr gut. Das verwandelt die Bomben in Schlüssel. Seht ihr, hierfür ist das Magnet interessant. Könnte man nicht fliegen. Käme man nicht an die Rand, ohne Schlüssel auszugeben. Sollen wir erinnern? Also ein Triple Shot. Oh ja. Jetzt fehlt nur noch die Reichweite und die Stärke. Aber ich habe jetzt Angst. Wie gesagt, mit einem Herzen. Hat aber gedauert. Lemon Party, okay, nehmen wir mit. Nein, 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 nein. Das in meine Falle. Ah, beinahe. So, wunderbar. Gut, im Shop müssen wir. Die Bibel. Nehme ich sie mit. Na, nein, ich lasse lieber. Obwohl. Reicht das Geld eh nicht. Ja, okay. Hat sich dann schon erledigt. Ah, wunderbar. Ein Soul hat einen Schlüssel. Nächster Schlüssel. Los, los, los. Ich
Sirenengeschwindigkeit müsste etwas höher sein. Sehr schön. Und HP ab. Und weiter kann es gehen. So, Nekropolis 1. Es wird schwerer. Einheiten, die drehen mich noch erwischt. Okay, das war so nicht geplant, aber kann ich auch nicht nein. Ja, das da meinte ich mit Obstkill. Wenn man nicht aufpasst, haut man sich selbst weg. So, 3 Dollar Bill. Das heißt, jedes Mal werden die Schüsse geändert zum Vor- oder zum Nachteil. Ist die Karte Magica? Ne, nehme ich lieber. Na, die Plymouth. Ich brauche noch ein blaues Herz. Ach, perfekt. Das Ort. Was ist denn da unter dem Stein? Oh, das läuft jetzt. So, jetzt fühle ich mich auch etwas sicherer. Jetzt habe ich eine schöne Schussrate. Gut gelaufen. Mal gucken, was der Devil den hat. Ah, Brimstone. Genau den Brimstone benutze ich im Moment. Ich weiß gar nicht. Ich kombiniere mal. Okay, es macht doch etwas aus. Also wenn ich mich täusche, schreibt es unten in die Kommentare. Aber ich glaube, das hat mich gerade verstärkt. Bin mir noch gar nicht so sicher. Ich denke mal schon, die Range ist weiter. Braucht nur ewig lang zum Aufladen. War nicht so geplant. Hau ab. Ich muss wohl, bevor ich den Raum betrete, auflade. Das streut. Ja, so kommt man auch voran. Aufladezeit. Na, hau ab. Oh, oder mach Selbstmord. Dauerstein. Nein, ich sehe keine Markierung. Schade. Der Shop. Aber Stein auch nicht hier. Okay, nehme ich mal das mit Double Item. Ach, das verdoppelt. Ah, ja gut. Hätte ich das gewusst? Naja. Mal schauen, was hier los ist. Ja. Du kannst ja auch Brimstone. Das war doof, das war doof. Aber meine sieht besser aus. Danke für den Geheimraum. Das war Creed für ein paar Sekunden. Oh, da sehe ich ein X. Ja, genau das, was ich gebraucht habe. Weiter geht's.
schön aufgeladen. Vorne. Ja, vom Damage her passt. Jawohl, schwarzes Herz ist okay. Na, komm doch her. Jawohl, ein weißes Herz gibt mir dann später ein rotes Herz. Einmal Tour of Hearts brauche ich nicht. Den Gold rum schon? Nee. Ah, muss ich ganz nach unten. Na egal. Ich brauche jede Kraftsteigerung, die es gibt. Oder nicht ganz noch. Hier ist er sogar. Danke für die Münze. Ah, Flash. Das verwandelt alles in Poop. Nee, das brauche ich nicht. Mal hier reingucken. Der Game Key habe ich. Okay, dann spenden wir mal eine Münze. Und weiter geht's. Wie gesagt, ich fange auf einem ganz neuen Spielstand an. Meinen alten Spielstand habe ich noch nicht importiert. Ich habe das erst zu spät gemerkt. Ist aber nicht schlimm. Stuff, was haben wir da drin? Der Trip auf keinen Fall. The Sun. Ja, lassen wir mal liegen. So. Was habe ich denn hier für den Bosswash zur Auswahl? Was ist denn das Neue? Okay, das unten, diese Figur ist eine Bombe, aber das Neue. Ich denn nochmal als The Sun. Soll ich es probieren? Ja. Ich nehme einfach mal den Regenbogeneffekt. Okay. Ah, schade. Oh, ein Engel. Ach, den roten Kakao. Wo bist du denn? Oh, schön. Was? Was warst du denn? Naja. Schön. Ah, das wollte ich machen. Die Aufladezeit ist einfach zu lang. So. Schnell weg, weg, weg. Auch ein neuer Gegner, interessant. Ist schon tot? Wieso ist er denn tot? Er passt auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich Suchschuss. Dieses Rollköpfchen ist auch neu. Wo ist dein Herz hier? Ah! Haut er mir den vollen Filmsturm rein. Okay.
Ich mit dir. Verdammt, zwei. Weg, weg, weg. Lemon. Kommt her, komm, komm. Falsch gezündet, ich weiß es. Ich dachte, dieses Girtling rennt auch. Dafür hätte ich mir die Lemon Party aufheben sollen. Das war's. Okay. Es geht der Boss. Und legen wir mal eine Bombe und schauen mal, was sie kann. Ah, die teilt sich in kleine Bomben. Interessant. Gut zu wissen. So. Der Trip auf keinen Fall, dann nehmen wir lieber das Sun mit. Dann wissen wir gleich, wo es weitergeht. Hier schnell aus der Bombe raus. So, und weiter geht's. Ah, ich hab ja ganz vergessen. Das ist ja ganz gemein mit den kleinen Bomben. Eine Joker-Karte gleich einsetzen. Joker. Jawohl, das... Nein! Ich hab falsch genommen. Ich bin so... Okay, ich wollte eigentlich nur das Brimstone-Baby nehmen. Ich brauche auf jeden Fall wieder Herzen. Okay, nix. Kleine gemeine Räume. Schaue ich mal in den Kampfraum rein, ob sich lohnt. Ja. Okay, Guppy Power. Fehlt noch zwei Guppy-Teile. Ich glaube, ich muss hoch, oder? Ich gehe mal ganz hinter. Ich finde nur noch ein paar Soulhearts. Und verlieren sie alle wieder. Okay. Die Aufladegeschwindigkeit müsste... Ich brauch Soulhearts, bitte. Ja, toll. Oh, das ist gemein. Das ist gemein. Gehen wir weiter zum Mums Heart. Ah, stimmt, wir haben ja erst noch einen Boss. Aber das wäre jetzt gemein. Ja, Teil 2 vom Cube of Meat. Das wäre jetzt gemein gewesen. Devil Deal, alles brauche ich mir gar nicht anzuschauen. Ich habe keine Herzen. Brain arbeite dann nicht. Nein, den Wickelwurm brauche ich auch nicht. Der macht die Schüsse wieder
Deckung konzentriert, also durcheinander. Gehen wir gleich zum Boss. Falsch eingesetzt. So, schnell mal gucken. Okay. Tun wir uns das an? Nein, tun wir uns nicht an. So, das war's mit Azael. Nächstes Mal zeige ich euch, ich war einfach noch nicht stark genug, um zum Hasch reinzugehen. Das ist der neue Gegner. Ich sage immer die blaue Qualle. Da braucht man schon etwas mehr Power.